Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ich habe zwischendrin mal ganz kurz die letzten drei Episoden bearbeitet. Währenddessen das Spiel beendet, jetzt wieder reingegangen und plötzlich bin ich hier. Ich bin hier nicht hingegangen. Auch wenn es echt schön aussieht. Aber gut, wir sollen hier mit Rico reden. Da vorne. Dann machen wir das doch mal, wenn das Spiel schon hierher bringt. Hey, Kleine. Hast du das Ding geklaut? Hä? Wie ich sehe, hast du meinen Blaster noch. Die Energiezelle ist nachgerüstet. Sie überhitzt ziemlich schnell. Das habe ich vor Jahren behoben. Oh. Und was hast du sonst so gemacht? Ja, das lassen wir lieber mal. Du hast recht. Bleiben wir beim Auftrag. Sleros Treffen findet auf einer ESB-Station statt. Die höchste Sicherheitsstufe der Galaxis, aber die einzige Chance, an ihn ranzukommen. Mit dem Schiff kommen wir rein, holen den Schlüssel und hauen ab. Unbemerkt. Wir? Nein, Nix und ich machen das. Kann er ein imperiales Shuttle fliegen? Oder du? Ich weiß, ich mag der letzte Mensch in der Galaxis sein, mit dem du in einem Shuttle sitzen willst. Aber wir brauchen zwei Hacker. Was war dein Plan? Improvisieren? Ich improvisiere schon mein ganzes Leben. Klappt bisher ganz gut. Dieses Mal nicht. Komm. Komm mir einfach nicht in die Quere. Gut. Aber wenn wir anfangen, müssen wir es auch durchziehen. Also, bist du bereit? Ja. Moment. Du kannst, danach kannst du den Kaskas Aufzug und andere Nebenaktivitäten mehr durchführen, bis es beendet wurde. Ah ja, ich sehe, will ich noch irgendwas anderes machen momentan? Nee, gerade nicht. Let's go. Ja, bin ich. Bringen wir es hinter uns. Schön. Nach dir. Sehen wir jetzt den effektiv von innen? Mich würde es ja schon interessieren, wie der von innen aussieht. Aber nichtsdestotrotz, in der Logik von dem Ganzen, wenn wir das klauen, dann wird er das ja mitkriegen, dass es geklaut worden ist und er ist auf Alarmstufe rot. Wie klauen wir das, ohne dass er auf Alarmstufe rot geht? Coole Basis. Okay. Habe ich nicht gesagt? Das ESB jagt Rebellen, keine gestohlenen Shuttles. Tolle Rede, Rico. Ich feiere später. Gut, also hier sollten wir keinen Stress machen. Ich laufe dir einfach hinterher, ne? Wie halten die das eigentlich alle so klinisch rein? Haben die eine eigene Putzarmee oder sowas? Der Gedanke ist mir gerade einfach. In alten Zeiten das. Ach ja? Dann such lieber den Raumplan, bevor du abhaust. Ich meinte nur. Vergiss es. Gut, suchen wir den Treffpunkt, stehlen den Schlüssel und verwischen die Spuren. Zusammen. Wir kriegen gleich Besuch. Aha. Ich hoffe, der macht die Tür jetzt nicht auf. Machst du die Tür auf? So, bei nichts muss da drin mal kurz was drücken. Fuck. Hier sind sie! Zum Angriff, Nix! Cool. Das war ja ziemlich geil.
Cool. 5 Minuten im Video und schon verkackt. Habe ich's nicht gesagt? Das ESB jagt Rebellen, keine gestohlenen Shuttles. Tolle Rede, Rico. Ich feiere später. So, dann probieren wir das diesmal nochmal, ohne dass wir halt nicht gesehen werden. War ich ganz froh, wenn du das mit der Tür hier schneller hinkriegst. Ich hasse es hier. Ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Scheinbar nur ein bisschen klinisch sauer hier. Einfach nicht umdrehen. Hast du's? Gut. Ach ja? Dann such lieber den Raumplan, bevor du abhaust. Ich meinte nur... Vergiss es. Gut, suchen wir den Treffpunkt, stehlen den Schlüssel und verwischen die Spur. Zusammen. Aha. Nix. Drück auf das Knöpfchen da. Na, wo ist er? Gut, Kamera ist aus. Und dann machen wir die Tür auf hier. Sehr gut. Da, das ist die Konsole. Die Wache, schon klar. Wir haben heute Abend wieder Schießübungen. Was wollen die damit beweisen? Tob dich aus, Nix. Nicht schlecht. Jetzt hilf mir, das zu hacken. Ja, Sekunde. Na schön. Wir haben jetzt schon wieder jemanden, der da was nachguckt. So, machen wir hier auf schnell. Immerhin, eins richtig. Zwei richtig. Oh, come on. Fortschritten bewegen. Sicherheitstür geöffnet. Und das da. Sliro scheint sich mit einem wichtigen ESB-Beamten in einer der oberen Etagen zu treffen. Das ist unsere Chance. Das Transportband ist ein Stück weiter. Ich halte es für dich an. Was? Du kommst nicht mit? Du brauchst Augen und Ohren. Ich leite dich über Funk und kann den Alarm ausschalten. Ach, ah ja, das wird bestimmt gut laufen. Während du nur rumhängst. Hör zu, Kate. Ist doch immer so. Das stimmt hier nicht. Überall wimmelt es nur so von Serik Besh. Da will ich den Überblick behalten. Also gehen wir jetzt so einfach raus? Okay. Wie genau? Da ist halt eine Kamera. Zum Beispiel jetzt? Okay, er läuft da einfach nur rum. Auf dieser Seite ist alles ruhig. Ende. Sehr gut. Und da? Ah, Kiste. Noise. So, aber ansonsten gebe ich dir nix. Auch kein Ausgang. Ah. Kamera ist aus. Na gut, Nix. Hol sie dir. Will ich das Blastergewehr? Nee, wir wollen ja gerade Alarm auslösen. Hey,
Band bewegt sich wieder. Ich dachte, du kümmerst dich darum. Das war die Ausfallsicherung. Ich arbeite dran. Entspann dich. Fuck. Du hast gleich reden. Ich fordere Verstärkung an. Ja, das war's dann, ne? Ich löse Alarm aus. So ein Kack. Ja, wenigstens von hier. Jawohl, ich werde die Augen offen halten. Hey, das Band bewegt sich wieder. Ich dachte, du kümmerst dich darum. Das war die Ausfallsicherung. Ich arbeite dran. Entspann dich. Okay. Du hast gleich reden. Hier gibt es nichts als Verbrecher und Gesindel. Sagt jemand auf seiner eigenen Station. I see. Und ich einfach runter? Das ist natürlich praktisch. Da ist eine Wartungsluke vor dir, auf dem Boden. Geh da rein. Oh, warte. Du hast Gesellschaft. Umgeh sie und versuch nicht entdeckt zu werden. Ach, was du nicht sagst. Oben gerade nicht. Na toll, da haben wir gerade zwei Kollegen hier. Wieder runter. André kommt wieder. Gut, das hat geklappt. Sehr gut. In Ordnung, geh einfach weiter durch den Wartungskorridor. Bist du sicher, dass das der Weg zu Sliros Treffen ist? Vertrau mir wenigstens ein bisschen, Kleiner. Nee, ich weiß ja nicht. Schlechte Neuigkeiten. Als das Band wieder anlief, wurdest du von einem der Viper-Droiden bemerkt. Ich kann ja nicht darauf vertrauen, dass jemand für mich da ist, oder? Wie viel hat er gesehen? Weiß nicht, aber er bewegt sich zu einer Datenauslesestelle, genau wie du. Du musst vor ihm da sein und alles löschen, sonst ist der ganze Abzug. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. So, let's see. Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da rüber? Hey, mach mal den halt hier. Das mal offen. Und jetzt? Was hat sich jetzt verändert? Ich brauche noch so ein Ding. Ach, da. Kannst du das für mich offen halten? Ah, praktisch. Sehr gut. Es ist ja schon ein bisschen retro, ne? Muss auf dem Board hin zum Daten auslesen. Und im modernen Zeitalter hätte es WLAN. Oder sowas ähnliches. Aber gut. Star Wars stammt aus ganz anderen Zeiten. Wir den eigentlich ausschalten, ohne dass wir da umschießen. Hey, das vorhin tut mir leid.
Das war mein Fehler. Es ist... Ich kümmere mich darum. Die Viper sind mit Konsolen verbunden. Die kann man hacken. Danke. Ein paar der Droiden sind noch aktiv. Lass dich nicht nochmal sehen. Hab viel Zeit mit Vipern verbracht. Das wird schon. Davon musst du mir später mehr erzählen. Mal sehen. Scheiße, das sind echt viele Leute. Behaltet die Umgebung im Auge. Ende. Da haben wir mal jemanden. Lagebericht. Ende. Nix. Fach. Okay, da kommen die. Will ich das auf Computer zugreifen? Ja, machen wir mal. Was kann ich hier Tolles machen? Ah, Droiden. Ja, und da sind sie aufgenommen worden. Das hilft mir auch nicht weiter. Sollen wir einfach nochmal eins weitergehen? Wobei, bei dem komme ich nicht vorbei. Oh, das ist eine Sackgasse. Alles klar. Ja, aber hier. Verstanden, bin auf Abruf. Okay, soweit so gut. Da unten ist jemand. Oh, das sind zwei. Hol sie dir, Kumpel. Jag das Fass hoch. Aber nein, pass auf. Mach das nicht. Jag das nicht hoch. Eine Konsole. Ah, da. Kühlsystem abschalten. Okay. Was passiert da Spannendes? Machen wir mal so und so. Immer noch falsch. 23. Ne, warte mal, falsch. Haben wir die 6. Och, 23, was anderes. Wieso? Okay. Gut. Wenn man jetzt sicher im Befehl uns das hilft. Dieser Sektor ist sauber. Da ist mal keiner. Shit, da kann ich nichts dran machen. Sehr gut. Auf der anderen Seite. Haben wir da jemand drinnen? Nee. Ah. Goodies. Okay. Er geht da nach links.
zum Angriff, Nix. Halt den Schuss ein, Nix! Das wird gleich leicht, Nix! Nix, Scheiße! Er macht Alarm. Ach, Mann! Es hat so gut angefangen. Okay, da ist ein Turbolift am anderen Ende des Raums. Hab ihn runtergeschickt. Er bringt dich direkt zu Sliro. Alle Patrouillen im Einsatz. So, der schaut mir jetzt nochmal ab. Das war jetzt auch falsch, okay. Neunzehn hat man dort schon. Das ist ja auch falsch. Dann muss das hier so sein. 17. Ah, okay. 19 und 9. Dreiundfünfzig Meter. Diese zwei Dudes. Oh. Von Dach. Da war ja keiner. Alles sauber. Okay, schnell zugreifen. Na schön. So, geschafft. Sehr gut. Die Aufnahmen von mir sind gelöscht. Gut gemacht, Kleine. Okay, da ist ein Turbolift am anderen Ende des Raums. Hab ihn runtergeschickt. Er bringt dich direkt zu Sliro. Alles klar. Dieser Turbolift. Nicht zu mir. Ach, Scheiße. Was geht da vor? Schnell also, weg, schnell weg, schnell weg. War auf der Konsole irgendwas zu Zerik Besh? Warum die so gute Beziehungen zum Imperium haben? Anscheinend benutzen sie Viper-Droiden, Überreste von irgendeinem Schwarmprojekt, um Informationen zu prüfen. Aber ich Nein. weiß nicht warum. Ich habe mich auf dich konzentriert. Nein, bitte nicht. Ja. Danke. Gut. Ich war doch schon oben im Lift. Okay, da ist ein Turbolift am anderen Ende des Raums. Hab ihn runtergeschickt. Aha. Er bringt dich direkt zu Sliro. Wenigstens das. Danke, Spiel. Dass ich das jetzt gerade nicht nochmal machen muss. Also, war auf der Konsole irgendwas zu Zerik Besh? Warum die so gute Beziehungen zum Imperium haben? Anscheinend benutzen sie Viper-Droiden, Überreste von irgendeinem Schwarmprojekt, um Informationen zu prüfen. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe mich auf dich konzentriert. Na, alles klar? Ja, danke. Gut, wenn sich der Turbolift öffnet, such nach einem Weg in den ISB-Konferenzraum. Es wird nicht leicht, den Schlüssel zu besorgen, ohne gesehen zu werden. Nix wird mir helfen. Wir kriegen das hin. Ich öffne dir eine Tür, links vom Turbolift. Geh da durch. Wird gemacht. So, das wird jetzt schwer. Wobei, zwei gehen. Solange er da einfach nur stehen bleibt. Okay, da haben wir noch einen Kollegen. Toll, er ist reingegangen. Ich halte Wache. Ende.
Mhm. Sehr gut. Hallo und tschüss. Ich sehe einen Lüftungsschacht auf dem Plan. Damit kommst du über den Raum. Tja. Bin im Schacht. Was jetzt? Hallo? Hier sind hohe Tiere vom Imperium. Ich weiß nicht wer, aber sie kamen allein. Das heißt? Kay, ich muss weg. Lass dich nicht sehen, egal was passiert. Was? Wohin? Hallo? Rico! Wir improvisieren also wieder. Ja, wie immer. Ja, klar. Ist sowieso bis jetzt ja alles so gut nach Plan funktioniert hat. Wir finden Sliro auch allein. Das klingt nach Vale. Da, glaube ich, gibt es jetzt gleich interessante Infos. Ich hatte mehr von einer der teuersten Kopfgeldjägerinnen im Outer Rim erwartet. Ich bin raus. Wenn du aufgibst, trägst du die Kosten. Ich schätze, dein bescheidener Besitz auf Niamos sollte reichen. Woher weißt du überhaupt? Du gehörst mir, Vale. Bring's zu Ende. Was? Ich bin überrascht. Was? Der Imperator ist informiert. Das Serik Besh-Syndikat infiltriert die Unterwelt bis in den letzten Winkel der Galaxis. Wir stehen kurz davor, das Rebellennetzwerk aufzudecken. Das ist ein unvergleichlicher Erfolg für das ISB. Serik Besh hat noch kein einziges Mitglied der Rebellenallianz gefunden. Das ist Unsinn. Ohne Rebellen hat Serik Besh versagt. Sie haben versagt, Direktor Barsha. Versagt? Das ISB hat das innovativste Nachrichtendienstnetzwerk des Imperiums aufgestellt. Und in wenigen Wochen mehr erreicht als die gesamte imperiale Armee. Eine Armee, durch deren hirnlose Prahlerei eine ganze Rebellenflotte von Hoth entkam. Es ist das ISB, das diesen Krieg gewinnen wird. Ich bin kurz davor. Not wieder. Dann sollten Sie schleunigst ein paar Rebellen finden, Direktor. Der Imperator wartet. Macht mein Schiff klar. Sofort. Das war jetzt eine sehr interessante Wendung. Und er hat ganz schön einen Einlauf gekriegt. Hey, was siehst du? Ich bin nicht sicher, ich kann... Kleine. Aber soll ich da überhaupt Augen runter? Auf das Ziel. Ja, schon klar. Wir haben ein Problem. Sliro hat jemanden getroffen, der... Oh, ich weiß auch nicht. Er hat den ganzen Raum zerlegt. Sliro ist ein Imperialer. Du kennst den nicht? Ein ISB-Direktor. Wusstest du das? Was? So verrückt bin ich nicht. Das ist übel.
Wie kann sie Darth Vader nicht kennen? Komm zurück. Das wächst uns über den Kopf. Und was ist mit dem Schlüssel? Lero ist weg. So kommen wir vielleicht noch mit dem Leben davon. Nein. Wenn du abhauen willst, gut. Aber ich hol mir die Codes. Wenn das Leros Basis ist, muss er doch ein Zimmer haben oder ein Safe oder sonst was. Ach, gib mir eine Sekunde. Aber bleib in Bewegung. Wenn das stimmt, ist das Ganze in der Nähe. Ich glaube, ich habe sein Quartier gefunden. Du bist auf dem richtigen Weg. Aber Kay... Ich krieg das hin. Ich kann das. Wie du meinst. Wie ist denn jetzt? Okay. Du müsstest jetzt direkt davor stehen. Ach, die Tür ist verschlossen. Die hat einen eigenen Schaltkreis. Verstanden. Ich komm schon irgendwie rein. Really so easy? Ah, drück mal drauf. Alex, der Knopf da drüben. Dankeschön. Toll gemacht. Nix, den Hebel. Dankeschön. Die Tür ist offen. Ich gehe rein. Und ich bin an der Kamera dran. Sieht alles gut aus. Mach schnell, Kay. Das haben sie definitiv bemerkt. Das ist also sein Zimmer. Ja, ich mach da glaub mal ein bisschen schneller. So, schnell hacken. Komm, 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 komm. Okay. Na komm. Yes. Alles gut. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Die Codes sind alles Rohdaten, aber ich entferne die Zugangssperre für dich. Ja, ich sehe sie. Ich kopiere die Codes auf eine Datenkarte. Aber er wird unsere Spuren im System finden. Kommst du irgendwie an die Hauptkonsole auf der Brücke? Das klingt nach einer Menge Wachen. Du schaffst es, Kleine. Und wenn nicht, sind wir sowieso tot. Das stimmt auch wieder. Jetzt haben wir echt noch auf die Brücke von dem Riesenteil. Vorsicht, Nix. Lass dich nicht sehen. Ich sage dir, die Leute mögen uns. Okay, sehr gut. Ich geh mal da rein. Hab's auch außer Sichtfeld. Spannend. Na, Gott sei Dank sind wir kein Macht-User. Das hätte Darth Vader dann gerade wieder mitkriegt. Ups. Na komm. Geh weg da vorne. Der Sektor ist sicher. Ich habe da eine Konsole, die ich gerne benutzen möchte. Hier ist nichts. Hey, ich sehe die Konsole, aber hier sind ungefähr 100 Imps. Kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für eine Notbesprechung. Verlieren Sie keine Zeit. Was? Ein paar sind weg, wow. Aber überzeugend klang das nicht. Ah, hat gereicht. Ich will einen Lagebericht. Ende. Oh. Kommt wieder. Ich glaube, den Kollegen. Ich gehe weiter. Haben wir mal eine Dutzend, sobald er hier vorbeikommt. Was? Rutsch. Gute Nacht. Scheiße, das ist die Konsole. Thank you.
kriege ich den zu mir hergeluckt? Wollen wir mal diesen Black Dude da unten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den nicht umliegen kann. Für die Nachbesprechung in der Zentrale. Ende. Hat er das jetzt mitgekriegt da unten? Das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Fuck. Los geht's, Nix. Kopf von der Seite. Er schießt sie. Wir lassen einfach nicht nach. Scheiße. Vorrücken! Ergreif sie! Er nicht gut genug bezahlt. Los, pushen Sie weg! Ich fordere Verstärkung ab! Soll ich abkommen? Keine Gnade! Lassen Sie die Macht des Imperiums! Aha. War das alle? Nee. Alter. Scheiße, das hätte fast klappen können. Gut. Naja, ich glaube, der Name ist auch vorbei, ne? Nehmen wir es mal mit der anderen ich Seite. Ich sehe die Konsole, aber hier sind ungefähr 100 Imps. An alle Einheiten, kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für... Ich hole Verstärkung! Sie sind weg, aber... Ich klang das nicht. Halte die Position! Obscenity! Vorwärts! Lass mich! Verstärk die Ausgänger! Feuer! Er schießt sie! Schnapp die Flüchtlinge! Sie ist verletzt! Er ist böse Alarm! Rufe Verstärkung! Er hat unter Kontrolle! Kommt über die Straße! Shit, der hat Verstärkungen ausgelöst, ohne dass er am Terminal war. Aber jetzt weiß ich, wie ich die umlieten kann. Ich sehe die Konsole, aber hier sind ungefähr 100 Imps. An alle Einheiten, kommen Sie umgehend in den Besprechungsraum für eine Notbesprechung. Verlieren Sie keine Zeit. Gott, wir warten mal, dass die weggehen. Überzeugend klang das nicht. Ah, hat gereicht. So, der Kollege wird wieder raufgehen. Achso. Ich will einen Lagebericht. Ende. Sucht noch einmal die Umgebung ab. Ende. Na gut, Nix. Hol sie dir. Oder so. Aber schneller. Kommt er jetzt? Sehr gut. Gut. Die zwei erledigt. Kann ich nichts sagen? Mach mal eine Falle draus. Das Terminal. Okay. Befreit mich von dem Biest! Ist das Auslösen? Was war
Nee, du laufst jetzt nicht hier hoch. Seltsam. Bitte lauf jetzt nicht hier hoch. War wohl doch nichts. Ja, genau. Das war gar nichts. Angriff stehlen. Bringen wir das? Ja, aber nicht das eine sabotieren da hinten. Ah, da. Warte. Alle. Da war es jetzt gerade. Komm, lass mich cheaten. Ach, scheiße. Da drin, hinten kann man auch nichts machen, senden. Abrücken! Da will ich doch senden, angreifen. Wow. Okay, machen wir's so. Einer weniger. Mach das Terminal kaputt, Nix. Alles klar. Scheiße, da unten komme ich nicht rein. Ah, Computer. So. Machen wir auf hier die Hütte. Oh, really? Okay, dann machen wir halt so. Hallo, komm. Und so. Ah, der Lüfter schaut auf. Zugang gewähren. Okay, du hast jetzt Zugriff. Gut, ich lade es hoch. Wem sollen wir das anhängen? Rebellen. Die hassen sie sowieso schon, oder? Ja, die kassieren auch immer die Lorbeeren für alles. Oh, und ich habe einen Ausgang für dich. Schicke die Koordinaten. Alles klar. Geht's dir gut, Kay? Gut ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber angespannt. Wir kriegen das hin. Denk dran, es wird sich lohnen. Mit diesem Auftrag werden wir das Blatt wenden und holen uns einen kleinen Anteil an der Galaxis, die es auf uns abgesehen hat. Aha, wir reden später, Jalen. Bitte sag mir, dass das was bringt, was ich jetzt hier gerade mache. Und ich da zum Ausgang komme. Ach nö. Die Dudes. Gibt's nicht. Okay, das ist schon mal sehr gut. Shit, da. Oh, Bekanntschaft hier drin. Bleib den Funk. Vorsicht, noch mehr Truppler. Geh nach oben, ja, ich habe eine Tür geöffnet. Sehr gut. Kurz mal die. Es sind aber einige hier. Alarmkonsole oben in der Mitte. Vermutlich auf meiner Seite auch nochmal. Nichts gesehen. Habt ihr nichts verloren? Du hast nichts gesehen. Was geht da vor? Scheiße. Irgendwas zu vermerken. Ich habe nichts gefunden. Sehr gut. Was war das denn? Sehen wir
uns das mal an. Oh. Okay. Schön, dass ich jetzt hier bin. Schacht öffnen. Ach, da. Löst bitte keinen Alarm aus. Ist das die richtige Richtung? Aha, du bist fast da. Sehr gut. Ich will hier raus. Bei dem Shuttle hat keiner jetzt mal irgendwie gefragt, wer da war. Marsha duldet keine Nachlässigkeit. Egal wann er gelandet ist, sein Shuttle muss ständig startbereit sein. Ich will keine Ausflüchte hören. Ich will Taten sehen. Gute Laune hier in der Firma. Okay. Liebe Leute, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um hier mal eine Pause zu machen. Wir sind schon wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wo wir hier dann hoffentlich rauskommen. Und hey, wir sind jetzt offiziell im Endgame. Ich freue mich schon auf den großen Einbruch. Der bestimmt ganz nach Plan ablaufen wird. Ganz bestimmt. Zum allerersten Mal in dem Spiel. Bis dahin. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.